dieser Chaco, Alter, dass er sich schon wieder freut, ey. Und ich verkack schon wieder kurz vor Punkt. Oh Mann. Ja, Digga, das, was, wer hat das gebaut? Ja. Heute wieder eine legendäre Runde GTA. Heute legendär, weil ich Eiskalt Deko seine Farbe geklaut habe. Hallo! Hallo! Guten Morgen, Montag! Soffen, hallo! Nein, Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Schon Cringe oder was? Hallo! Ja, der Cringe-Level, er ist erfüllt. Perfekt. Ich bin also der Cringe-Beauftragte, ich nehme meinen Auftrag sehr ernst. Das ist wirklich dein einziger Job. War das richtig? Ja, ist es hier rein zu cringen. Aber das muss man sagen, das machst du sehr, sehr gut. Dankeschön. Bitteschön. Was sagst du eigentlich, dass ich deine Farbe ge... Nein. Okay, dann Außer wir können hier drehen. Ja. Okay, ich hab verkackt. Also Schieburik, Leute! Leute, ey! Ich hab einfach gedreht! Ich bin so ein mieser Profi! Hast du eiskalt, doch, das hat funktioniert. Ich weiß nicht. Ey! Wie hast du das gemacht? Weil ich ein scheiß Profi bin, Junge! Wie? Ey, was für. Ich bin nur fürs Reincringen gemacht, Alter. Ich bin auch für den. Den Hallo, Profi-Bonus für die Skills hier. Hallo, erzähl! Boah! Irgendwie auf den Berg gefahren oder so. Hallo? Nee, ich hab mich gedreht einfach nur. Was ist dein Gewehr? Was ist dein Gewehr, ey? Nein! Was ist dein Begehrgewehr? Nein, ey. Das Schade, dass wir unten ausweichen mussten, Marvin. Das ist doof. Digga, warum machst du das? Er macht es irgendwie cheatmäßig. Hä, hey, was wird cheatmäßig? Wie hast du das gemacht? Deine Idee, das hat funktioniert. Ich hab dann auf der Spiralauffahrt habe ich einfach nach unten gelenkt, bin auf dem Berg seitlich liegen geblieben mit die ganzen komischen Schritten nach von dir. Richtung nach unten richtig, und dann habe ich aber Gas gegeben und dann war da ja noch der Speed und dann... Halt deine Fresse, du dreckiger So okay. Geht das nämlich richtig, Boxershort aufsetzen, dass es klar ist. Hier so. Ho! Ho! Bam! Easy und ab geht's. Siehst du, so geht das. Dieser Lappen, Alter. Hast gesehen? Ich bin stolz auf dich. Mit dem einfachen Weg hast du es auch geschafft. Ich schau mir die Folge nochmal an und schau, wie du es gemacht hast. Bin echt gespannt. Digga, vorher baller ich dich hier nochmal wieder weg. Digga, hab ich dich getroffen? Nee! Dieser Chaco, Alter, aber, dass du dich schon wieder freut, ey! Ich bin aber auch so random dann, auf die Plattform. Dann troll ich ihn gleich wieder! Ich hab ein bisschen Sand in meinem Arsch! Ich hab Sand in meiner Vagina! Ich hab neulich gesehen, ich weiß nicht warum, es kommt aber immer mal wieder vor, das ist wie wenn man ganz unglücklich den Weihnachtsmann oder den Osterhasen plötzlich erkennt. Gibt es auch wirklich, man mag es nicht glauben, neue Leute, die auf die sich hier auf unseren Kanal verlaufen. Was? Spätestens jetzt haben wir sie wieder vergrault. Ach, da war eine Koralle. Wir wollen keine neuen Leute hier haben. Das, deswegen vergraulen ist schon auch drin. Wir wollen ja hier mit unserem angestammten Muchacho-Tum hier bleiben, die einfach schon wissen, wie behindert wir im Kopf sind. Oder keine dummen Kommentare eingeschränkt, kommen. Eingeschränkt, hallo! Was? Eingeschränkt? Ja. Eingeschränkt sind wir auch, ja. Auf jeden Fall hat diese Person auch gefragt, ich bin erst seit kurzem hier, was hat es mit dem Ziegenmann auf sich? Ja, ist am besten hier Marvin, ne, der richtige Ansprechpartner. Erzähl mal alles so von der Entstehung des Ziegenmanns. Wie er versucht, die Arbeit einfach abzugeben, dann diese Lachs, ey. Ja, wie du die Arbeit mir geben wolltest, du dieser Ficklacken. Ficklacken? Was ist ein Ficklacken? Das ist eine Mischung aus einem Ficknacken und einem Lachs.
Klicklacken. Ach so, hast du es gemacht. Ah, okay, mache ich jetzt auch. Hä? Ich habe eine Koralle gemacht. Was? Mach ich ja auch. Wollte nur die Arschlöcher machen. Wie willst du sonst machen? Also, Mutschat. Ach, die Arschlöcher wolltest du machen. Richtig. Wie würdet ihr den Ziegenmann beschreiben? Ich gebe euch jetzt natürlich die, wie eine Lehrerin und ein Lehrer, die richtige Antwort, ja? Alles, was ihr sagt, ist falsch. Der Ziegenmann ist alles. Punkt. Oh! Okay, also. Das ist. Deine Antwort befriedigt mich nicht, Marvinus. Also. Das ist so bei Religion. Also, der Ziegenmann. Ich habe gestern erst. Ich habe gestern meinen alten Studienstundenplan wieder gefunden. Wo wir so Ziegologie und sowas noch beschrieben haben. Wie die Unterrichtsstunden eigentlich heißen. Ziegenkultur, Ziegensprache, die Ziegologie des Lebens. Und da steht auch ein Satz, wo der Marvin geschrieben hat. Der Ziegenmann, irgendwas von wegen, der Ziegenmann ist das Gott des Feierns. Er wird deine Eier ausnehmen und sie an seine Kinder verfüttern. Also, huldige beim Feiern immer dem Ziegenmann, dann wird dir nichts geschehen. Das war noch unsere Partyzeit, glaube, ne? Das war noch unsere Partyzeit, wo wir zwei, dreimal die Woche feiern gegangen sind, ja. Das ist da stand sogar den alten Stundenplan. Da stand sogar extra. Nein, ich habe nicht den Stundenplan, ich habe ein Bild von dem Stundenplan. Ah, okay. Und da stand auch eiskalt noch so irgendwie Mittwochabends und Donnerstagabends so in dem Slot von der 18 Uhr Vorlesung stand drin vortrinken. Ja, man weiß, wie es geht, ne? Man weiß, wie es geht. Ich verkacke mich die ganze Zeit hier. Alten Zeiten. Wo verkackst du? Beim Wortwechsel oder bei der Koralle? Ja, die Koralle finde ich noch schwieriger. Die sah bei dir so easy aus, als die bei dir gesehen habe. War ja auch einfach elegant, ne? Okay, warte jetzt einfach mal. Einfach eine intelligente Ziegenmöwe. Hast du dich vorher schon gedreht oder erst da drauf? Da drauf. Ey! Du hast aber nicht schon nach oben in Leertaste gedrückt, ne? Da geht bei mir überhaupt nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber okay, jetzt da bin ich mir echt nicht ganz sicher. Ich glaube doch, nein, aber es kann auch gut sein, dass es ohne funktioniert. Also, die letzten drei Minuten wollte ich euch jetzt erstmal präsentieren und vorzeigen, wie man es nicht machen soll. Damit ich euch jetzt zeigen kann, wie einfach das eigentlich ist. Also, ne? Einmal hier rüberfahren. Einmal den Lachsi machen. Der Ziegenmann ist übrigens unser Maskottchen. Und der Ziegenmann ist quasi ein Gott. Hat eine eigene Religion, die Ziegenreligion, der wir huldigen. Wir sind miese Ziegenschamanen. Schamanengesänge hören sich übrigens ungefähr. So an. Und der Ziegenmann klaut eure Seele und eure Eier. Und man kann aber seine Eier auch beim Ziegenmann eintauschen für Gefälligkeiten. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gern, weiß nicht, den Englisch-Vokabeltest morgen, würde ich gerne eins kriegen. Dann kannst du dem Ziegenmann ein oder zwei deiner Hoden oder Eierstöcke anbieten als Opferung. Und dann wird der Ziegenmann sich überlegen, ob er das macht oder nicht. Und außerdem, wenn man bei uns im zweiten Monat reinsubbt auf Twitch, dann bekommt der Ziegenmann das Anrecht an eurer Seele. Das steht in unseren AGBs drin. Und wenn ihr einmal nichts haben solltet, dann wird eure Seele vom Ziegenmann eingezogen und er wird mit eurer Seele so lange miese, eklige Fetischspielchen machen, bis ihr eure Seele wieder auslöst mit einem weiteren Sub irgendwann. Also eigentlich kann man sagen, der aber Ziegenmann in Kurzform ist das Finanzamt, ja? Übrigens sind der Ziegenmann und die Möwen sind verbündet. Die Möwen wollen die Weltherrschaft an sich reißen und versprechen dem Ziegenmann, falls sie die Welt irgendwann erobern sollten, die Ziegenreligion als einzige Weltreligion einzuführen. Ja, aber in der Hierarchie ist natürlich der Ziegenmann über den Möwen, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, der Ziegenmann ist halt der Gott, ne? Das ist klar. So, ich habe euch jetzt die ganze Zeit gezeigt, wie es nicht geht und jetzt habe ich euch gezeigt, wie es geht. Also, super einfach. Jetzt verkackt bitte nicht. Kann man da noch verkacken? Man kann noch verkacken, ja. Okay. Digga, wo soll man denn hier verkacken können? Wo? 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 Und der Verkackte. Wo? Wo? Hey, was? Nein! Und er verkackt. nice! Alter! Ey, ich bin so ein kranker G, ey. Alter! Genau da habe ich mich vorhin auch so abgefeiert. Ey, ich bin so, ey. Dass ich das noch geschafft habe. Ich bin Gott.
Ich bin der Ziegenmann. Ey, ich, ey, kann ich, ja sagen. Gerade ich bin 20 Minuten auf dich gewartet, ja? Ich bin der Ziegenmann. Jetzt habt das. Es ist genau Blasphemie und wird bestraft werden. Genau wie Tony Stark. Warum kann ich nur da oben durchfahren? So hey, kann ich überall durchfahren? Hallo! Hallo, hallo, hallo! Gesagt hat, dass er Iron Man ist, kann ich jetzt auch sagen, ich bin der Ziegenmann. Nur, dass es bei dir ekligste Blasphemie ist und der Ziegenmann dich bestrafen wird, indem er dir nie wieder Hoden rausgibt. Denn eigentlich, weil wir die krassen Ziegenpriester sind, läuft das nämlich so. Auch wir können Gefälligkeiten gegen Hoden eintauschen. Aber man hat ja halt nur eine begrenzte Anzahl an Hoden, wie ihr alle wisst. Und wir bekommen aber eure Hoden, wenn ihr die beim Ziegenmann eintauscht, zurück und können die dann wieder eintauschen für uns. Digga, er ist so ein mieser Chaco, Alter. Hast du auch hast da du, auch Bremse, ne? Ja. Ja, deswegen, ich glaube, einen nach unten fahren. Weiß noch einen nach unten. Da wäre ich beim ersten Mal fast reingekommen. Hey, auch nicht? Zwei nach unten fahren? Aber da ist doch der okay, Fall. Also entweder er hat verkackt. Ich war schon in den Fall. Ich bin durch. Heavy. Hey. Ich bin ganz unten gefahren. Hätte ich jetzt auch etwas gemacht, aber ich glaube, das war ähnlich. Voll. Doch, ich du hast wahrscheinlich, das wahrscheinlich den drittesten hey, genommen. Voll. Du musst auch von unten nach oben ziehen, Mann. Ich habe genau vor Punkt verkackt. Verdient, man könnte vielleicht sagen, dass es Karma war, ja. Ey, aber warum hat er da den Pfeil hingemacht? Das war richtig assi. Oder? Weil er dich verarschen wollte wahrscheinlich. Hast du es jetzt eigentlich? Ja. Also du hast extra gerespawnt, um jetzt mir hinterher zu fahren. Hä, du musst da. Hä, du fährst nur da geradeaus? Hä? Willst du verarschen? Hä, warum? Lol, ey, ist ja richtig asozial. Okay, gut, dann ist ja. Marvin, der kleine Geier. Eigentlich Geier, ja, nur auf meinen Skill. Und ich verkack schon wieder kurz vor Punkt! Ey, ich schaff den Wallwechsel nicht mehr. Jetzt weiß ich, wie es geht. Warte mal, wo verkackst du denn da noch? Wo? Was ist da so schwer? Ich sag mal so. Möglicherweise kommt unten auch noch ein Wallwechsel. Nein, kommt nicht. Den du leider ziemlich perfekt nehmen musst, sonst rutschst du runter und kriegst den Punkt nicht. Weiß nicht, ob ich dir da glauben kann. Musst du nicht, aber... Was machst du denn, wenn ich jetzt First Try schaffe? Gar nichts. Also, außer dass du natürlich nicht verdient hast, es zu schaffen. Also erstmal kommt normaler Wallwechsel, okay. Ey, du bist so ein Dreckiger. Ja, was denn? Ich hab doch gesagt, du musst den Wallwechsel und dann machen und dann oben bleiben, Alter. Hast du nicht gerade einen Flip nach unten? Nein, ich hab dir gesagt, du musst den Wallwechsel machen und dann oben bleiben, weil du das da unten rutscht und den Punkt nicht bekommst. Digga, ich erklär's ihm sogar Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Erklär ich ihm alles. Und was macht er? Er labert mich voll. Warum wartest du hier? Muss Marvin pinkeln? Hallo? Hallo? Folgender Plan. Kein Plan, wo er hin muss, aber ich fahre jetzt schon mal weiter. Und wenn ich es schaffe, ramme ich ihn nochmal runter, wenn er ankommt. Ist das ein Deal? Ich finde schon, oder? Der Ziegenmann wäre, glaube ich, stolz auf mich. Vielleicht kriege ich sogar ein, zwei Hoden zurück dafür. Der Ziegenmann steht nämlich auch auf Leid. Und wenn ich Marvin jetzt leiden lasse, könnte ich vielleicht in der Gunst des Ziegenmanns steigen. Oh, 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 war das sauber, Junge! Endlich! Okay. Hallo? Jetzt müssen wir nun... Ja, ja. Hast du es jetzt, oder wie? Ich hab's, ja. Ich hab's. Hast du schnell bekommen, da, da, oder hast du noch ein bisschen gebraucht? Hast du gewartet zwei auf mich? Zwei Tries oder so. Ich hab ganz kurz gewartet und dann hast du dich geantwortet oder dachte mir so, ja, fick auf ihn. Und hab einen teuflischen Plan geschmiedet. Das geil. Einen teuflischen Plan? Kannst du mich ja nicht schon wieder vor dem Punkt wegäumeln? Möglicherweise ist das der teuflische Plan, von dem wir reden. Möglicherweise spekulieren die Muchachos und ich darauf, dass mir der Ziegenmann wieder ein paar Hoden zurückkommen lassen wird, wenn ich dich weghaue. Weil der Ziegenmann ja auch auf Leid steht, weißt du? Und wenn ich dich leiden lasse, wachse ich vielleicht in seiner Gunst. Ah. Oh, ich habe gerade kein Wasser hier. Oh, jetzt aber. Ich kann mir erst nach der Map im Embus holen. Jetzt seh zu. Ja, getrunken und...
Ganz oben bleiben, ne? Ganz oben, ganz oben. Er kippt ab. GTA-Fehler, hat man ganz klar gesehen. Aber jetzt krieg ich's hin. Komm schon, komm schon, komm schon! Easy first try. Digga. Ich hab dich sogar nicht mal, versucht wegzukicken, ey. Und er labert hier wieder rum, ey. Junge. Niemand kann was anderes behaupten. First try. Ja. Ich schreibe das Zeit, erst mein first try. Die Zeit lügt nicht, Marvin. Die Zeit unten rechts lügt nicht. Ja, ich war auf Toilette. Wow! Oh, ich hab's geahnt. Okay, also eine Koralle da. El Coral. Und dann hier noch. Digga, jetzt wenn du so vor mir fährst, triggert's mich schon ein bisschen, dass du meine Farbe hast. Geil, oder? Hallo! Ja, hallo! Kuckuck! Nein, ich bin zu weit nach oben gefahren! Oh, fuck. Ey, willst du mich verarschen? Ich krieg... Wow! Ich krieg... Boah, den Boost nicht! Aber ich hab's auch so hinbekommen, weil ich einfach ein kranker Profi bin. Ich bin einfach ein kranker Profi. Ja, aber ich komm dir jetzt entgegen. Ja, deswegen bleib ich auch hier drin. Scheiße. <Nein. lacht> Schade, ich wurde outplayed. Ja! Gutes Timing, leider. Da, ciao! Ja! Ey, ich bin zu weit unten gefahren, rückwärts. Ey. Leider kann ich dich jetzt noch weghauen. Warte. Speed. Oh, schade. Ja, easy, ne? Also, muss ich die ganze Zeit auf dich warten, oder wie? Noch bist du nicht beim Punkt. Nein. Da kommt auch nichts mehr. Kommt noch irgendwas? Ey, nein! Ja, ey. Hast du verkackt? Bei sowas verkacke ich dann wieder, ne? Das, ey. Wenn's nicht um Skill geht! Wenn's nicht um Skill geht, war da irgendwo ein Aussortierer oder was? Kannst du mal gleich schauen. Wenn's nicht um Skill geht. Es war relativ schnell auf jeden Fall. Ach, da unten. Ah, da oben ist der Punkt. Nee, okay. Hä, wo hast du verkackt? Hast du den Punkt? Noch nicht. Nein! Der letzte Wallwechsel, oder? Ich glaube, ich habe den letzten Wallwechsel verkackt. Nein! Was denn? Erzähl! Was, wie erzähl? Wo bist du lang gefahren? Bei mir waren einfach Bremsen mitten auf dem Wallride. Was? Wo? Das werde ich dir bestimmt nicht sagen. Ja, doch, sag! Nein! Dann sag ich nicht, wo ich lang gefahren bin. Du weißt ja auch nicht, wo. Wo? Gab's irgendeine Stelle, wo Bremsen waren? Also war das wieder bei den Edwards vielleicht? Ja. Okay, dann weiß ich, wo ich lang gefahren bin. Weißt du? Ja. Dass du da aber auch eiskalt durchgrüßt, ne? Geil. Okay, dann fahr ich jetzt wieder da lang. Schau's mir an. Ich schau mir das erstmal an. Oben komplett. Ah, okay. Scheiße. Dieser miese Sacklutscher, Alter. Er ist immer so hart am Geiern bei mir. Ey, was hast du bitte für ein Glück, dass du genau da lang fährst, ja? Und dann sagt er immer, er hat den größeren Skill. Das ist kein Lack, das ist einfach mal Skill, Alter. Jetzt bin ich durch. Ja. Warte, Marvin. Oh, wer weiß, wie schon wieder? Immer muss ich warten. Digga, Schoko, Alter. Oh, Mann. Ja, Digga, wer hat das gebaut? Wer hat das gebaut? Hast du schon wieder verkackt? Ja, ich mache eine glänzende Koralle dagegen. Ich mache eine glänzende Koralle dagegen. Ich krieg den Speed einfach nicht. Ja, bestimmt. Was, hast du den Speed bekommen? Laber mir nicht voll. Hast du ihn bekommen? Ja! Laber mir nicht voll. Ich hab den Speed jedes Mal bekommen. Ich hab den bisher nicht ein einziges Mal bekommen. Nicht ein einziges Mal. Laber mir nicht voll. Hast du ihn bekommen? Ja, du musst nur höher als die Mitte sein. Ja, ich hab ihn jedes Mal bekommen. Jetzt hab ich ihn das allererste Mal bekommen. Und ich hab ihn unten. Ich hab ihn komplett unten geholt, nicht wo du gesagt hast, ja? Richtiger Chaco, Alter. Nö, ich hab den Speed noch nie bekommen. Ja, hab ich nicht. Digga, er hat einfach gar keine Probleme, ey. Er tänzelt einfach allen Problemen aus und lädt mich dann voll. Jetzt fahr eine Reihe drunter, ne? Du weißt Bescheid. Ich weiß genau, wo ich hinfahren muss. So. Ich hoffe, du verkackst den Wallwechsel, ja. Den oben fahren.
Den muss man auch wieder ein bisschen gut machen, ja, leider. Ja, ja, lahm ich nicht voll, ey. Ja, okay. Nein. Verkackt ihn. Oh ja! Ich weiß genau, wo ich hinfahren muss. Eigentlich ist ja Marvin der Meister der Ausreden, ne? Die Leute denken immer, ich bin der krasse Ausredenerzähler. Digga, wenn man den Boost bekommt, aber ist ja easy, Marvin, Digga, hat einfach immer Ausreden am Start, ey. Geil, oder? Aber es ist immer die gleiche. Ist ein bisschen langweilig. Wie? Wieso, was ist denn die Ausrede? Du sagst immer, ja, also bis jetzt habe ich ja euch erzählt, wie man es nicht macht und war schlecht, aber jetzt zeige ich euch jetzt mal, ja, das zeige ich euch mal. Ja, normal, das wenn das der Wahrheit ist, Bruder. Immer. Oder jetzt schalte ich mal hoch auf 2%, ne? Geht auch. Aber wenn ihr die gleiche Ausrede. So, ich habe jetzt mal hochgeschaltet auf 0,73%. Und? Okay. Scheint nicht zu reichen. Oder? Scheint nicht zu reichen, ich verarsche mal was. Guck mal, wie sich das gradiert hat. Digga, wie er sich gerade selber schon geräuspert hat, weil er denkt, er hat verkackt, ey. Hä? Digga, ich hab nicht mal hochgeschaltet auf 2% und zwar easy. Hauptsache, er überhitzt gleich, weil er auf 120% läuft, ey. Soll ich den Ventilator hinstellen? Oh, richtiger Chaco, ey. Richtiger Chaco. Oh, okay. So, reichen deine 0,73%? Ich hab mir eigentlich nur Bildaugen aufgeklebt, weißt du? Eigentlich war ich die ganze Zeit blind. Ich dachte gerade, da muss man eigentlich einen Dings hier machen. Ich hab schon gespawnt. Oh, Ignus war, glaube ich, letzter Punkt. Ah, lol, warum nicht 100? Ah, lol. So, von dir das erste Ziel, würde ich sagen, oder? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Hallo! Hä? Please let me over! Immer muss ich auf den Jungen warten, ey. Richtiger Chaco, ey. Okay, Ignus, letzter Punkt, irgendwas jetzt. Ignus, letzter Punkt? Ja, endlich mal nicht mehr den Schiburek, ey. Ich muss sagen, ich fand den Schiburek heute gar nicht so schlecht. Ja, du hast echt alles relativ schnell geschafft, ne? Ja. Ich glaub, hättest du nicht gewartet, wären wir so ungefähr bei 13 Minuten. Ah, das ist großzügig für dich. Ich glaube, hätte ich nicht gewartet, wäre wir bei 10 Minuten. Oh, oh, oh. Geil! Geil, geil! Ja? Kommt hier ein... Oh, lol. Alter, ich fahre hier wie so ein... Ich weiß nicht was. Ja, haben wir. Was los, Bruder? Okay, was kommt jetzt hier? Hallo? Und wir haben... Wohl, nee, immer noch nicht. Easy. Easy. Da ein Schmutziger hier vermutlich. Kein Schmutziger. Danke, Marvin. Nein! Ach, du liegst auf der Seite. Schade, Banane. Schade, Banane. Aber, Banane. Ja, für mich war das jetzt nicht ganz so erfolgreich, muss ich sagen. Aber heute der Möwe, er hat rasiert, Muchachos. Hashtag Rasurmöwe in die Kommentare. Heute war Deko echt mal gut unterwegs. Jetzt kann ich ja meine Aufkleber auf den Augen wegmachen, die die ganze Zeit aussahen wie meine Augen. Und so, jetzt kann ich endlich mal was sehen. Und jetzt fahren wir ins Ziel. Schick die Beschreibung aus, Muchachos. Es gibt gerade fette Rabattaktionen bei Triebwerk, ne? Der Aimboost Watermelon und der Aimboost Iced Tea Peach kosten nur 15 statt 30 Euro. Hälfte, 15% Rabatt. Könnt euch aber auch gerne mal Himbeer, Vanille und unser Geschmack, ne? Oh ja. Bis dann, reingehauen. Bye!